Der Körper des Eisengolems-Hüter von Sens alter Festung und Schlechter der Helden, die sich nach Anolondo wagen. Ohne sein Kernstück ist er nur eine Eisenklumpen. Er kann als massive Schutzausrüstung genutzt werden, doch sein enormes Gewicht behindert die Ausdauerregeneration. Also er wiegt viel, bringt aber nicht so viel. Vor allem, weil es die Ausdauerregeneration wirklich mindert. Ornstein's Set. Also hier auch wieder den, den wir als letztes getötet haben. Der taucht hier auf. Also in diesem Fall Ornstein, bei Smaug wäre es halt Smaug. Die Rüstung des Drachentöters Ornstein, der die Kathedrale in der vergessenen Stadt Anolondo bewacht. Ornstein gilt als Anführer der vier Ritter. Seine goldene Löwenrüstung ist durchdrängt von der Macht der Blitze und bietet daher guten Schutz gegen diese. Ja, Ornsteins Set. Set der Finstersonne. Die Robe der Finstersonne, Gwendolin des Hüters der vergessenen Stadt Anolondo. Des Mondes Macht wohnte in Gwendolin und so wurde er als eine Tochter herangezogen. Sein magisches Gewand ist hauchdünn und bietet kaum physischen Schutz. Also ja, der arme Gwendolin ist eine Tunte. Krone der Finstersonne, Gwendolin. Diese Götterkrone verlangt ihrem Träger unermesslichen Willen ab. Doch ist sie von der Macht der Finstersonne durchdrängt, die alle Magie verstärkt. Das Abbild der Sonne steht für Gwendolins tiefe Verehrung der Sonne. Ja, wenn man besessen ist. Und natürlich Artorias Set, das wir nur dadurch bekommen haben, dass wir in der Vergangenheit waren. Rüstung des Abgrundschreiters Artorias, einer der Verräter des Fürsten Gwyn. Der Zustand der Rüstung lässt den Tod ihres Trägers vermuten. Sie ist von der Finsternis des Abgrunds zerfressen und ihr blauer Umhang, einst ruhmreiches Zeichen, ist nunmehr modrig und verfault. Ja, hier ist es eine blaue Quaste. Und hier steht, sie sind von der Finsternis des Abgrunds zerfressen, wodurch sie nur noch unzureichend Schutz bieten. Ja, das ist trotzdem das teuerste Set hier. Gut. So viel zu Dom auf Sina. Ja. Gut. Dom. Danke, Domhal. Ich porte mich jetzt einfach zum Leuchtfeuer zurück. Bin ich mal so dekadent. So. Gehe zu Framp, der zur Abwechslung mal wach ist. Oh ja, da fällt mir gerade was ein, was wir jetzt machen werden, bevor ich irgendwas anderes mache. Was eine Weile dauern kann. Erstmal alles hier rausschmeißen. Jetzt werden wir Seelen aufbrauchen und dann Zeug an Framp verkaufen. Seele samenloser Soldat. Seele Soldat. Seele Krieger. Seele stolzer Krieger. So brauchen wir erstmal die hier auf. So. Ja, und ich wünschte, ich könnte hier auch alle auf einmal aufbrauchen. So, sammeln wir mal die Seelen. Die 20 Seelen, die ich als nächstes kommen, werden eine Weile dauern. Also ja, wir tun jetzt die Seelen aufbrauchen, dann verkaufen wir Rüstungen schnell an Fremd. Und dann geht es zum Feuerband. Altar zurück. Dort werde ich euch die Zauber kurz vorlesen und dann geht es ins Endgame. So. Also dann geht es zum Endboss. Ich sage immer Endgame. Im Endgame sind wir ja schon längst. Im Endgame waren wir eigentlich schon, als wir das Herrschergefäß abgegeben haben. Da hatten wir nämlich einen Großteil unserer Reise hinter uns. So. So. Noch 8.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt kommen noch 19 stolze Kriegerseelen. Dann haben wir noch Ritterseelen und die Heldenseelen. Wobei das da nicht so viele sein dürften. Aber hoffentlich genug, um uns noch ein paar Level-Ups zu geben. Und ja, an Framed wollten wir auch noch Sachen verkaufen. Da will ich unter anderem die ganzen Rüstungen loswerden und ein paar Waffen. Ich habe nämlich im Offscreen einen Haufen Schwarzritterschwerter gesammelt und auch Schwarzritterschilde, die ich gerne loswerden möchte. Weil jedes bisschen Seele zählt. Und ihr seht schon, wir kriegen einiges gut zusammen. So, normalerweise würde ich sogar noch mal nach Ariamis gehen und dort ein paar Seelen zusammen farmen. Aber ich denke mal, für das Let's Play oder das Let's Story kann ich mir das sparen. So, die Seelen sind wir los. Seele Ritter haben wir 29. Seele ehrenwerter Ritter, Seele Held, Seele bedeutender Held. So, Seele Ritter. Sind 5000 wert. Gott, kriegen wir Seelen zusammen. Ja. Das sieht super spektakulär aus. Aber es muss gemacht werden. Wir wollen ja nichts verschwenden. So. Gut. Schon 22.000, das reicht schon mal für 4 Level-Ups. 230.000. Haben wir bald 5 Level-Ups. Also 5 Stufen. Fehlen noch ein paar Seelen. So. So. So und weiter. 2 Seelen noch, dann haben wir den größten Teil der Seelen aufgebraucht. Also man sieht, wenn man die Seelen zusammenspart, häuft sich ein Haufen an. Seele ehrenwerter Ritter, die sind, soweit ich weiß, genau 8000 wert. Yep. Seele Helden sind 10.000 wert, soweit ich weiß, genau. Was auch schon wieder eine Menge ist, bei den 9 Seelen, die es glaube ich waren. Aber die Heldenseelen, die danach kommen. Ich finde schon komisch, dass es nur 2 Stück davon gibt. Ich hätte vielleicht gedacht, dass es 4 sind, also dass auch in der im Grabmal der Riesen vielleicht eine rumliegt und in Neulondo. Diese Seelen geben nämlich, ach nee, die geben nur 2000. Ich dachte, sie geben 20.000. Ich dachte, sie geben 30.000. So, jetzt können wir wieder so Zeug reinpacken. Oh. Ja, stimmt, da haben wir noch die Wächterseele. Die gibt dann nochmal Wächterseele benutzen, ja. 12.000. Ja, die Artorias-Seele. Mit der können wir noch was anfangen. Habe ich ganz vergessen. Heimkehrknochen. Fernglas.
Was wollte ich noch reinpacken? Goldharz und als letztes nicht den getrockneten Finger. Ah, packen wir lila Moosklumpen rein. So, jetzt gehen wir mal kurz mit der Seele von Artorias wohin? Nämlich zur Stadt Ulakil. Das hatte ich nämlich vergessen. Fast hätte ich es vergessen. So, wir können nämlich zu Kieran gehen, die hier steht oder hier kniet, und ihr die Seele geben. What is it? Something else? Have you changed your mind? Ja. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Ja, Dunkelsilberstahl und Gold, Strahl und Goldstrahl. May the Lord guide thee. Ja. Sie gibt uns ihre Waffen. Und ihre besten Wünsche. So, der Dunkelsilberstrahl ist, soweit ich weiß, was ist das Ding denn? Das ist ein Großschwert, warum auch immer. Und das ist ein Krummschwert. Dieses Großschwert gehörte dem königlichen Ritter Artorias, der in den Abgrund stürzte. Okay, das ist, glaube ich, ein Fehler. Das müsste nämlich eigentlich die Beschreibung. Hier müsste eigentlich die Beschreibung für. Das hier klingt nämlich eher nach der Beschreibung für das Abyssschwert. Ja, das ist die Beschreibung für das Abyssschwert. Okay, da ist ein Bug drin. Krummschwert des königlichen. Der Königsklinge Kierven. Einer der vier Ritter des Fürsten Gwyn. Kieran führte ihr Schwert in einem bezaubernden Tanz und vertrieb die Dunkelheit mit glühenden Lichtstrahlen. Also ja, warum auch immer da die Beschreibung für das Abyssschwert steht. Ich wollte euch mal zeigen, was man für die Seele von Artorias noch bekommen kann. Und damit sind jetzt all unsere Seelen weg. Übrigens, also unsere Seelenbatterien und auch die Heldenseelen. Feuerbandschrein bitte. So. Ab zu Fremd, der wieder mal pennt. Ja, ja. Wach bitte schneller auf, Fremd. Ja, ich würde gern teleportieren. So, das überspringen wir mal kurz alles. Jetzt reden wir nochmal mit Fremd, der da hängt. Ja, und ich würde gerne Sachen verkaufen. Die Sachen sind nichts wert. Grüne Blüte könnten wir verkaufen und den Elizabeth-Pilz. Moosklumpen, Ei. Von dem verkaufe ich mal 4. Das wäre noch mindestens. Nee, ich behalte sie lieber. Prismasteine könnte ich alle verkaufen. Menschlichkeit könnte ich verkaufen. Das war's hier schon auch. Die kann ich verkaufen. Die brauche ich wahrscheinlich nicht mehr. Den Rest behalte ich mal alles. So, Waffen. Ein Langschwert kann weg. Breitschwert, Stachelschwert, die Kristallschwerte können alle weg, auch wenn sie nur eine Seele wert sind. Astora-Schwert nicht, zerbrochene Schwertklinge kann weg. Drachenwaffen sind sehr viel wert bei Fremd übrigens. Wie man sehen kann, 5000. Weil Fremd ja, glaube ich, selber so eine Art Drache ist. Schwarzritter-Schwerter können bis auf 1 alle weg. Also ja, da kommt mein Sammelwahn ein bisschen durch. Auch wenn ich wahrscheinlich im Ende kein NG Plus Let's Play machen werde, will ich trotzdem für diesen Spielstand von jeder Waffe 1 behalten. Gemäldehüterschwert, gezackte Geisterklinken, eine weg. Steht eigentlich hier vielleicht im Verkaufsbildschirm die richtige Beschreibung. Vom Dunkelding? Nein, ist immer noch ein Großschwert.